Shalom aleichem, Benjamin Gross. Aleichem Shalom. Ihr seid der Professor in Bar Ilan Universität. Ja, das heißt, ich bin gewesen. Jetzt bin ich in der Gänze. Aber ich bin gewesen 25 Jahre Professor in Bar Ilan. Wo habt ihr geforscht in euer Leben? Ich bin gewesen Professor Philosophie, jüdische und allgemeine Philosophie. In ihr hat geschrieben, er sagt Bücher. Ich habe geschrieben, ja, 10 bis 12 Bücher. Hauptsächlich über den Maharal, den Maharal Prag. Ich gewesen in Prag im 16. Jahrhundert und ich habe meine Arbeit ist gewesen, auszufinden die Quellen von seiner Teure und zu übersetzen sie in Französisch und dann in Hebräisch. Und was habt ihr gefunden, wenn ihr dort geforscht im Maharal? Und ich habe gefunden, ja, ich habe gefunden, dass die Bücher von Maharal sind sehr schwer zu verstehen, weil er sucht nicht aus, was er will suchen in der direkten Lehre, sondern er gibt immer am Amar für die Talmud von den Gemüse und auch sucht er, was er will geben. So, die Hauptsache war, die meisten glaubten, dass der Maharal ist ein Bachelor, ein Darschen. Aber wüssten nicht, dass er hat eine Teure, was ist ausgesetzt, sehr klar und sehr hauptsächlich. Und ich habe herausgefunden, dass durch das, was er hat gesagt, ist es eine ganze Philosophie. Und ich habe mich bemüht, die Philosophie zu verstehen und zu geben zu verstehen, jeder, was interessiert in jüdische Philosophie. In was ist wichtig in die Philosophie, in der Puverte? In der Puverte ist, dass der Maharal ist gewesen in der Zeit, wo wir kommen aus, als 16. Jahrhundert habe ich gesucht, das heißt im Mittelalter. Und er ist noch nicht gewesen in der modernen Welt. Er ist eine Transition von dem Mittelalter zu der modernen Welt. So, er gibt weiter die rationalistische Ideen oder die Ultra Medien, die Vokabulary vom Mittelalter, aber seine Ideen sind mehr zu der Kabul. So, ich habe gegeben zu verstehen, diese Philosophie ist ein Übergang vom Mittelalter zum Modernen. Wir hören Max Korn reden mit dem Professor Benjamin Gross von Bar-Ilan Universität wegen jüdischer Philosophie und Sprache. In was waren andere Bücher hat ihr geschrieben? Ich habe geschrieben auch Bücher über die jüdische Sprache, die hebräische Sprache, die jüdische Sprache, die hebräische Sprache. Und sie ist ganz speziell zu verstehen, die Historie vom jüdischen Volk. Man kann verstehen die Historie vom jüdischen Volk, wenn man gibt eine Aussetzung, eine Aufforschung, was der Platz von der hebräischen Luschen hat gehalten in der Historie vom jüdischen Volk. Und was ist der Platz für die hebräische Sprache, Pfarrer? In die Geschichte von jüdischen Volk? Die Sprache ist von Anfang an, wenn man kriegt in die Teure, sieht man, dass die Sprache, die Elfen, ist sehr wichtig. Nicht nur, was der Mensch spricht, aber was Gott spricht. Denn Gott schafft die Welt, schafft er es nicht wie ein Mensch, schafft die Welt, sondern durch die Sprache. Gott hat gesucht und die Welt ist aufgekommen. In dieser Aufsetzung sieht man, dass diese Sprache ist gewesen, die Sprache Hebräisch. Das heißt, die hebräische Sprache hat mit der Gottheit sehr starke Verbindung. Und die starke Verbindung sieht man, wenn man die jüdische Philosophie sieht man, dass die Sprache hat sich ausgespreitet und ist geworden nachher, wie Hebräisch heute
allgemeine Sprache. Ist die Frage, was ist der Platz in unseren Zeiten? Ist sie noch die jüdische Sprache, die hebräische Sprache? Oder hat sie schon verloren, diesen wichtigen Einsatz mit der Gottheit? Gershom Scholem hat sich gestellt dieselbe Frage und hat geantwortet, es ist starke Frage zu sehen. Und sieht man, dass die Frage ist nicht nur die Frage von der jüdischen Sprache, sondern die Verständnis von der jüdischen Historie im Allgemeinen. Ja, und jetzt schreibt ihr andere Bücher oder nicht? Ja, ich habe geschrieben auch Bücher über Retraim Mibolodzin. Das ist eine ganz andere Forschung. Retraim Mibolodzin ist gewesen im 19. Jahrhundert in Bolodzin. Er hat gebildet eine sehr wichtige Yeshiva. Das ist gewesen eine ganze Revolution in jüdischer Erziehung. Mein Interesse ist nicht nur gewesen in Philosophie, sondern auch in Erziehung. Und Chaim Mibolodzin hat geschrieben ein sehr, sehr wichtiges Buch, das ist Nefesh HaChaim, wo er versteht, er ist gewesen ein Ruf, er ist gewesen eine Yeshiva, aber er hat eine allgemeine Aufsetzung, was ist die Hauptsache vom jüdischen Volk und der Platz, was das jüdische Volk hat in der allgemeinen Historie. Und ich habe geschrieben zwei Bücher, ja, bis zum Ende vom Jahr geht aus noch ein Buch von mir, auch eine Ausstellung von Chaim Mibolodzin über die Pirkei Avot, wie von der Kabbule hat einen sehr, sehr wichtigen Platz, nicht nur in der jüdischen Philosophie, sondern auch sehen, der Platz, was das jüdische Volk hat in der allgemeinen Historie. Schönen Dank, Professor. Bitte schön. Yum, bum, 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 bum